Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ermutigen, nie aufzugeben, an euch zu glauben, euch treu zu bleiben und auf euer Herz zu achten, was ihr hineinlässt. Es gibt Hindernisse, Herausforderungen im Alltag, im Leben. Ja, die können ganz dramatisch sein. Es kann so viel von außen kommen, wie gemobbt zu werden, Menschen, die nicht gut von euch reden. Alles bricht zusammen. Oder ein Ort, an dem du nicht gerne bist, ein Ort, den du gekommen bist und den du dir gar nicht ausgesucht hast, aber du bist nun dort. Und in solchen Situationen geht es immer darum, wie entscheidest du dich innerlich, so dass deine innere Freiheit behaltest. Das ist ganz wichtig. Wie entscheidest du dich? Sagst, die Situation ist so im Außen, ja, aber im Innen akzeptiere ich das nicht. Das ist so wichtig, dass du innerlich weißt, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt so viele Chancen und auch mit dem Göttlichen, mit dir verbunden zu sein, was sich dir dann alles offenbart. Den Glauben nicht aufzugeben, das ist so wichtig. Und entscheide bitte ganz bewusst, was du daraus machst, wie du damit umgehst mit der Situation und was du von außen auf dich heranlässt. Achte darauf, dass du eben die so Hoffnungslosigkeit, Zweifler von anderen so Begrenzungen nicht in dich hineinlässt. Glaube ihnen nicht. Glaube auch dir nicht, deinen Geschichten, die sagen, das geht doch nicht. Wie soll das gehen? Da hast du keine Chance, keine Möglichkeit. Erlaube es nicht, dass diese Geschichten in dir sich verankern und dein Leben bestimmen. Du kannst immer wieder neu entscheiden. Das ist so wichtig. Es ist nicht notwendig, da jahrelang herumzutherapieren, gar nichts, sondern einfach sich mit der Wahrnehmung zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, die Kraft der Wahrnehmung zu erkennen und schauen, welche Entscheidung triffst du in dir. Ja? Wie gehst du mit einer Situation um, die im Außen ist? Nicht andere Menschen, die sehen oft nicht, die beurteilen, die bewerten ihren Mustern. Es ist, erzählen sich ihre Geschichten, was sie sehen nach ihren Einstellungen, Meinungen. Ja, ist so. Lass dich davon nicht in die Knie zwingen, aber auch noch einmal nicht auch selber deine eigenen Geschichten. Das ist die Wahrnehmung, wie etwas wahrgenommen wird, auch mit Gut und Böse, ob es so wahrgenommen wird, schlecht und gut, hängt von uns ab, wie wir etwas wahrnehmen und aus dem heraus beurteilen. Also, hab den Mut, zu dir zu stehen. Und egal, was im Außen ist und was du in dir für Visionen hast, für oder ein tiefes, tiefes Wissen, das heißt ganz tief in dir, dass dir Kraft gibt, Power. Ja, behalte das, nähr das, ja, gib es nicht auf. Entscheide nur, wie du mit Situationen umgehst. Noch ein wichtiger Tipp: Die Schönfärberei lassen wir. Es hat nicht immer alles einen Sinn. Das bringt gar nichts, da herum zu analysieren oder von der missverstandenen Spiritualität oft einmal hier so, ja, da muss jetzt durch das Karma oder so Dinge. Nein, ganz praktisch und Gott ist immer ganz, ganz praktisch. Jeden Moment können wir neu entscheiden und es geht wirklich um die innere Freiheit. Die kann uns niemand nehmen, unseren inneren Glauben, die innere Einstellung, Meinungen, die Entscheidung, die wir treffen. Innerlich, ja, und dann den Weg konsequent gehen im Außen, egal wie die Situation im Außen ist, egal was andere Menschen sagen, wie andere Menschen beurteilen, wie ich jetzt am Anfang schon erzählt habe. Lass die sein, indem du entscheidest, wie du damit umgehst. Und nimm es nicht auf in dich. Durch deine Entscheidung, durch diese Wahrnehmung, ah, das sind die und glaube ihnen nicht. Glaube nicht an die Hoffnungslosigkeit, an die Begrenzungen, an keine Ahnung, was da noch so alles kommen kann. Und auch, wie gesagt, vom Sinn her, lass einfach auch den Sinn weg. Es gibt einen Ort der Situationen, die du dir nicht ausgesucht hast, da bist du und fertig. Und jetzt geht, wie gehe ich damit um? Ja, also das ist, was ich dir heute mitgebe. Mutig, bleib im Vertrauen, stärke dich
und auch entdecke die Kraft deiner Wahrnehmung. Und dazu lade ich gleich einmal ein, es gibt jetzt den Erfolgskongress von Ernst Kammeri, der am 2. Juni startet. Und da geht es auch ganz viel um dieses Vertrauen aufzubauen, diese Zweifel loszulassen, den Weg weiterzugehen. Viele wertvolle Experten sind dabei, Speakerinnen. Auch ich bin dabei, die aus dem Leben sprechen, vom Leben praktisch und erzählen, welche Möglichkeiten es sind, wie man so die Kraft aufbauen kann, die Stärke und den Glauben nicht aufgibt und die Limitierungen erkennt und sie verabschiedet und loslässt. Ich lade dich herzlich ein, es ist kostenlos, ist gratis, in diesen lebendigen Kongressraum einzutreten und mit dabei zu sein. Das war Sophia. Ich wünsche euch noch einen super schönen Pfingstmontag.